endlich rollen wir wieder. 2,5 Monate haben wir daheim verbracht und haben die Sommerhitze im Haus über uns ergehen lassen. Da war es weitaus angenehmer als auf dem Campingplatz. Aber jetzt geht es wieder los. Wir fahren nach Süden. Wir fahren über alle Berge. So wirklich über alle Berge fallen wir natürlich nicht. Aber es sind schon einige geplant auf unserer Reise. Wenn dich das interessiert, wenn dir das gefällt, dann bleib doch einfach dabei und verfolge uns. Wir stehen jetzt hier am Bodensee an einem Campingplatz in Horn. Das Schöne an diesem Platz, was mir sehr gut gefällt, man muss die Autos draußen parken auf einem gesonderten Parkplatz. So, dass hier niemand mit dem Auto zum Klo fährt oder auch zum Brötchen holen fährt. Der Bodensee ist Radfahrerland. Eine komplette Runde misst 260 Kilometer. So viel fahren wir natürlich heute nicht. Radolfzell ist das Tagesziel. Unterwegs finden wir immer Fotopunkte, die uns zum Anhalten bringen. Die Stadt Radolfzell verdankt ihren Namen Bischof Reinaldus von Verona. Er errichtete hier eine Zelle, eine Ansiedlung von Häusern und einer Kirche zu Ehren Gottes. Dies geschah vor ca. 1200 Jahren. Wir schlendern durch die Gassen und finden schöne Bildausschnitte. So wie diesen Narrenbrunnen. Die schwäbisch-alemannische Fasnet wird in der Region gepflegt und gefeiert. Die Seestraße schmückt sich in diesem Jahr ganz besonders. Übergroße Fotografien mit Szenen aus Radolfzell werden ausgestellt. Wir gelangen ans Seeufer. Natürlich wird am Bodensee der Wassersport großgeschrieben. Und in vielen Orten unterhält man auch Yachthäfen.
Uns fällt etwas ganz Besonderes ins Auge. Eine Solarzelle, die ihre Blätter nur bei Sonnenschein auffaltet und sich ständig optimal zur Sonne dreht. Hier kann man sein E-Bike kostenlos aufladen. Das nennen wir einen gelungenen Beitrag zum Umweltschutz. Über alle Berge soll es gehen. Wir starten mit dem Chinaberg. Kurz danach gelangen wir nach Stein am Rhein. Dieses Schweizer Kleinod muss man gesehen haben. Komm mit! Wir zeigen dir den Marktplatz mit den herrlich bemalten Häusern. Auch vom Rhein aus bietet der alte Ortskern ein schönes Bild. Wir starten einen Rundkurs durch die Schweiz. Die Berge werden heute aber noch nicht so richtig hoch. Heute fahren wir zur Insel Reichenau.
Im westlichen Bodensee erstreckt sich die berühmte Insel Reichenau. Es ist eine liebenswerte, von Wasser umspülte eigene Welt. Inselhüter sind die drei katholischen Kirchen. Sie gehörten einst zum Kloster Reichenau. Längst zählen sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Dazwischen gedeihen in den Gärten Reihen Gemüse und Kräuter. Auf Feldern und Rebhängen werden Obst und Wein angebaut. Hier noch einige Impressionen. Wir ziehen weiter. Von Horn fahren wir zum Hafen Konstanz. Von hier bringt uns eine Fähre nach Meersburg. Dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Ätzend langsam zieht die Blechkarawane entlang der Strecke. Und wenn du dann noch so einen Schleicher vor dir hast. Wir entscheiden uns, in Lindau zu übernachten und genießen eine unbeschwerte Stunde am Seeufer. So ist der Groll auch bald verflogen. Heute geht's bergan. Die Musik lässt unser Ziel erahnen. Am Reschensee legen wir eine Pause ein und beobachten die Kitesurfer.
Und wenn es bergan geht, geht's bald auch wieder bergab. Im Finchgau richten wir unser Lager ein. Von hier aus soll es in den kommenden Tagen so richtig bergan gehen. Wir würden uns freuen, wenn du dabei bleibst. Lass einen Daumen nach oben da und wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere meinen Kanal. Und auch die Klingel nicht vergessen.